Herzlich willkommen zu Gut gekickt, dem Fußball-Fan-Magazin hier auf Gutenberg TV. Eine ganze halbe Stunde widmen wir uns jetzt dem ersten FC Kaiserslautern. Der musste am vergangenen Samstag ran in Köln. Es gab ein 1:1 und jetzt stehen wir auf Tabellenplatz 15. Das sind immerhin zwei Plätze besser als die letzte Woche noch. Grund zur Hoffnung, das ist die Frage, die ich gerne meiner Runde stellen möchte. Ich habe Gäste eingeladen, freue mich sehr, dass sie gekommen sind. Er glaubt an Höheres als bloß an den Klassenerhalt. Und als Kapitän führt er seine Pfarrer-Fußballmannschaft zu jedem Sieg und ist schon fast sein ganzes Leben lang ein FCK-Fan. Herzlich willkommen, Ralf Neuschwander. Hallo. 1978 hat er die Bäckerei seines Vaters übernommen, dann rief die große Politik. Er war bis 2006 Minister von Rheinland-Pfalz, unter anderem für Wirtschaft und Verkehr. Und als leidenschaftlicher FCK-Fan wurde er zum Vorstandssprecher der Roten Teufel berufen. Hallo, Hans-Arthur Baukage. Guten Abend. Und in 139 Spielen hat er für den FCK insgesamt 10 Tore erzielt, 1991 die Meisterschale geholt. Er war Mitglied der deutschen Nationalmannschaft und kümmert sich jetzt um das Teammanagement der Roten Teufel. Hallo, Marco Haber. Hallo. Ja, 1:1 in Köln. Gibt es Grund zur Hoffnung? Zwei Plätze nach oben. Ich frage Sie direkt, Herr Haber. Ja, Hoffnung in Bezug auf was? Auf den Klassenerhalt, denke ich mal, ist die Frage. Ja, also es ist jetzt 3 Spieltage gespielt und ich glaube, das ist noch nicht so aussagekräftig, die ganze Tabellensituation. Aber das Spiel an sich, wenn man das alleine bewertet, glaube ich nicht, dass es viel Positives gibt. Wir haben leider nur einen Punkt geholt, sage ich. Es hat sich angefühlt wie eine Niederlage aufgrund der Spielweise. Vor allem in der zweiten Halbzeit. Und ja, aber wir haben trotzdem Vertrauen in das Potenzial der Mannschaft, vor allem auch in die neuen Spieler, die sich noch ein bisschen eingewöhnen müssen. Und dann bin ich auch überzeugt, dass wir dieses Jahr den Klassenerhalt schaffen. Herr Neuschwander, wie haben Sie das Spiel erlebt? Na, es war kein gutes Spiel. Ich denke, das war allen klar. Aber auf der anderen Seite, beide Mannschaften standen unter enormem Druck. Und dass am Schluss Kaiserslautern immerhin nicht verloren hat, war schon ein erster Teilerfolg. Es braucht Ruhe im Umfeld, es braucht viel Geduld mit dieser Mannschaft. Die wird sich in den nächsten Wochen finden und dann wird das auch sicher kein Thema in diesem Jahr, da wieder unten rauszukommen. Herr Baukage, wie sehen Sie das? Haben Sie Hoffnung auf den Klassenerhalt? Ja, natürlich habe ich Hoffnung auf den Klassenerhalt. Ich setze einmal auf die gute Hand von Herrn Kunz und von Herrn Haber, weil man muss sagen, das hat man im vorigen Jahr deutlich gesehen. Man hat die richtigen Spieler geholt. Ich glaube, auch in diesem Jahr sind die richtigen Spieler dazugekommen. Das muss ich jetzt noch einschleifen. Das ist ja alles eine neue Situation. Dafür braucht man ein Stück länger als 3 Wochen. Und von daher glaube ich schon, dass der FCK, wie das eigentlich gehört, ist nämlich der Traditionsverein in Deutschland, die Bundesliga erhalten wird. Das hoffen wir mal alle gemeinsam. Iličević hat in der ersten Halbzeit aus 14 Metern getroffen. 2 Minuten später gab es dann schon das Gegentor von Jajalo zum 1:1. Wie konnte so ein Gegentor entstehen? Was ist da schiefgelaufen, Herr Haber? Ja, ich glaube, dass wir in der Umschaltbewegung sehr viele Fehler gemacht haben und auch gerade bei dem Tor nicht gut standen in der Zentrale und dann eben durch Stellungsfehler auch auf der Außenverteidigerposition dann den Pass zugelassen haben in den Rücken der Abwehr. Und dann war es schwer, dann innen das noch gut zu verteidigen, weil wir eben auch aus dem Mittelfeld nicht gut nachgerückt sind. Und da stand Jajalo plötzlich frei. Also es war eine Flanke, die ein bisschen abgefälscht wurde, glücklicherweise ihm vor die Füße gefallen ist. Aber insgesamt waren wir da zu weit weg von den Leuten bei dem ganzen Angriff. Und ja, das ist sehr, sehr ärgerlich, weil es gerade im Anschluss an das Führungstor war und man da eigentlich, ja, damit rechnet oder hofft, dass es eben mal eine Zeit lang jetzt beruhigt wird und man den Vorsprung eben mehrere Minuten hält, damit die Mannschaft Sicherheit bekommt. Ja. Herr Neuschwander, wie haben Sie das Gegentor erlebt? Ich meine, das war schon recht zügig danach. Eigentlich hätte man selbst nachlegen müssen am liebsten. Ne? Ja gut, man war noch beim Feiern und dann trifft einen dieses Tor. Es ist so, wie das eben im Moment läuft. In der Abwehr stimmt die Zuordnung noch nicht und dann kommt da noch ein bisschen Pech dazu und ruckzuck ist dann so ein Tor gefallen. Schade zu diesem Zeitpunkt, wie eben schon gesagt, man hätte gerne mal noch gesehen, wie das ist, eine Führung zu verteidigen, vielleicht auch auszubauen, wie die Mannschaft sich dann entwickelt, wie sie Selbstbewusstsein bekommt. Aber es sollte nicht sein und dann muss es eben gegen die Bayern her.
Da sind wir frohen Mutes. Kapitän Tiffert sagte vor dem Spiel, ich hoffe, dass die Mentalität, unbedingt gewinnen zu wollen, wieder da ist. Wenn wir frech auftreten, dann ist in Köln etwas zu holen. Ja, was ist da jetzt schiefgelaufen genau? Ja gut, was ist da schiefgelaufen? Man muss sehen, die Mannschaft ist noch in der Entwicklung. Das ist das eine. Das andere ist, dass Köln unter einem enormen Druck stand. In Köln ist auch eine ganz andere Medienlandschaft als sonst wo in Deutschland. Von daher wurde auch sehr viel Druck von den Medien gemacht. Und man muss auch sagen, über mich waren die Kölner überraschenderweise gut. Ich glaube, in der FCK, das 1-0-Ergebnis in die Halbzeit getragen hätte, wäre das Ergebnis anders gewesen. Aber die Zuordnung hat nicht gestimmt. Und man muss auch darüber hinaus sagen, dass im Mittelfeld nicht nur die Zuordnung nicht stimmte, sondern das Stellungsspiel nicht so gut war. Dann darf man sich nicht wundern, wenn man am Schluss dem Kevin Trapp danken muss, dass es 1-2 ausgegangen ist. Ja, also Köln ist ja eigentlich sowas wie der Lieblingsgegner vom FCK. Letzte Sieg der Kölner, da existierte wohl die DDR noch, wurde ja wieder geschrieben. Jetzt gab es auch keinen Sieg. Ich meine, da ist die Serie zumindest nicht gerissen. Aber woran hat es Ihrer Meinung nach gelegen am Ende? Ja, wir haben ja gesagt, das einzig Positive ist, glaube ich, dass wir die Serie gehalten haben, nichts verloren zu haben. Aber die ganze Überzeugung hat gefehlt im Spiel. Vor allem im Spiel nach vorne dann auch. Wir haben gut begonnen, machen dann auch das Führungstor. Aber mit dem direkten Ausgleich hat man eine Verunsicherung gemerkt und war keine Aggressivität da. Es war nicht sehr körperbetont, unser Spiel, muss ich sagen, für ein Auswärtsspiel. Und vor allem in der Situation, in der Köln ist, hat man eigentlich sich vorgenommen, die mehr unter Druck zu setzen und zu verunsichern, was am Anfang ja geklappt hat. Aber mit dem Ausgleich ist das Gegenteil passiert. Köln hat auf einmal Aufwind bekommen und ist zu sehr guten Möglichkeiten gekommen. Und dann war eben war es auch schwer, nach der Halbzeit wieder zurückzufinden ins Spiel. Die Einstellung war zwar da, aber die Laufwege haben nicht gestimmt, beziehungsweise diese Aggressivität und die Überzeugung im Spiel. Also Sie sagen ja beide, dass die Kölner richtig stark waren, also unerwartet vielleicht sogar etwas. Dennoch fielen Rensing, Pezzoni und Podolski ja aus. War da mehr drin gegen so eine Notelf dann oder was war da los? Na, also auf dem Platt wird die Kölner Mannschaft wahrscheinlich kaum schwächer stehen als bei diesem Spiel. Aber es ist Kopfsache und der Trainer hat vor diesem Spiel gesagt, es sei ein Schicksalsspiel und entsprechend waren die Spieler auch drauf. Die wussten, um was es geht. Und wenn Leute engagiert sind, dann weiß man, welches Potenzial in der Mannschaft steckt. Und es geht ja heute nicht um Namen, die auf dem Platz rumlaufen, sondern es geht darum, wie die Spieler motiviert sind, wie sie eingestellt sind. Und das war bei den Kölnern eindeutig gut gelöst am Samstag. Ja, Kölner Trainer Stales Solbakken, der hat sogar den FCK-Torwart Trapp gelobt. Er sagte, ein sehr guter Torhüter, er hat 1-1 stark gehalten. War er verantwortlich am Ende für zumindest den Punkt? Ja, ohne Frage. Er hat den Punkt gerettet. Da muss man sehen, das ist ja auch eine mentale Angelegenheit. Wenn eine Mannschaft auf dem Platz steht und so schnell ein Ausgleichstor bekommt, dann wird die Mentalität eine andere und die mentale Angelegenheit ist dann ganz anders als andersherum. Da muss ich sagen, Sie haben vorhin gesagt, Podolski fehlte und Rensing fehlte. In der vorigen Serie hat Podolski ein paar Mal gefehlt, da haben die Kölner immer gewonnen, wenn der fehlt. Also das muss man auch mal sehen. Und also die waren schon gut drauf, Köln. Und der FCK war eben unter Umständen durch dieses schnelle Ausgleichstor mental von der Rolle. Das spielt ja dabei eine Rolle, wie aggressiv man ist, ob man das im Kopf auch entsprechend verarbeiten kann. Und das ist immer schwer, wenn man die ersten zwei Spiele nicht gewonnen hat. Und man macht dann das dritte und muss dann auch unbedingt punkten, weil im Hintergrund muss man ja sehen, da kommt Bayern München nächste Woche nach Lautern. Da werden die Lauter natürlich wie immer gegen Bayern gut abschneiden, das ist keine Frage. Aber das spielt natürlich für die Psyche der Spieler eine Riesenrolle. Ja, Kevin Trapp hat ordentlich Potenzial. Wie schätzen Sie das ein, was er noch leisten kann für den FCK, Herr Haber? Ja, man hat ja letzte Saison schon gesehen, in der Phase, in der er reingekommen ist, hat er seine Aufgabe natürlich hervorragend bewältigt, hat uns eine Serie gehalten und uns mit auf den 7. Platz geführt. Aber ja, ohne Frage gehört Kevin zu den besten Torhüter-Talenten in Deutschland. Er ist in der U21-Nationalmannschaft Torwart. Wir wollten unbedingt mit ihm auch frühzeitig verlängern.
Also Kevin ist ein fester Bestandteil, glaube ich, in den nächsten Jahren. Herr Neuschwander, Kevin Trapp. Ja, toller Torwart. Tragisch für Sippel, der ja ähnlich stark ist. Da fehlt nicht viel. Und natürlich ist Kevin Trapp im Moment gesetzt, hat am Samstag in Köln bewiesen, dass er im Moment wirklich einer der besten Torhüter in Deutschland ist. Und man kann ihm nur wünschen, dass er verschont bleibt von Verletzungen und dass er seinen Weg weitergeht. Ja, also vor der Saison hat der FCK ja das Angebot, das Millionenangebot von Schalke ja noch abgelehnt. War das die richtige Entscheidung? Ja, also ich meine, es ist ja ein schmales Budget auf dem Betzenberg vorhanden. Da wäre bestimmt ein bisschen was reingekommen. Da muss ich was zu sagen. Man muss immer gucken, ob das Angebot wirklich so hoch war. Ja, das ist immer die Frage dabei. Da wird ja viel spekuliert. Die Zahlen, die immer in der Zeitung stehen oder in den Medien geäußert werden, die sind ja nicht immer richtig. Und man muss den Wert sehen, den Kevin hat für uns. Und das hat eben nicht dem entsprochen, was Schalke angeboten hat. Und deshalb ist man der festen Überzeugung, dass Kevin bei uns eben der richtige Mann ist und den richtigen Verein hat. Das hoffen wir, dass er da auch lange noch bleibt und dass er auch immer besser wird. Ja. Sie haben ja schon angesprochen, Sie haben immer mehr mit den Spielern und auch zum Teil mit den Verträgen zu tun. Im Teammanagement zusammen mit Roger Lutz bilden Sie das Teammanagement auf dem Betzenberg. Was kann man sich darunter genau vorstellen jetzt? Wie sieht Ihr Alltag da aus? Ja, es war, seit ich zurückgekommen bin, vor 2 Jahren so, dass ich das Teammanagement von den Lizenzspielern übernommen habe im Bereich der Organisation. Das heißt, alles, was für den Verein, für die Profis zu organisieren war, war mein Bereich. Von Hotels, Reisen, Trainingslager, auch die Einzelbetreuung der Spieler, ganz wichtig, vor allem für die neuen oder für die ausländischen Spieler, die ganzen Sachen erledigt, die halt anfallen, wenn man umzieht, wenn man in eine neue Stadt kommt, in einen neuen Verein. Jetzt ist es so, dass der Roger Lutz wieder ins Teammanagement gerückt ist und diesen Bereich übernimmt, mehr und mehr im Organisatorischen. Und ich mehr in den Bereich Sport übergehe und da jetzt so reinschnuppere. Das heißt eben, auch bei Gesprächen dabei bin, mit Beratern oder mit Beratern selbst dann Vorgespräche führe und dann eben immer mehr auch das Interesse habe, mich für die Verträge dann einzusetzen beziehungsweise da den Background zu haben, was dafür wichtig ist. Auf jeden Fall spannendes Gebiet, aber jetzt bei den Ausflügen beziehungsweise bei den Auswärtsspielen oder Trainingslagern, was erlebt man da mit den Spielern? Teilt man die dann ein in ihr zwei, schlaft in dem Zimmer zusammen oder wie kann man sich das so vorstellen? Ähnlich ist es. Der Trainer macht die Einteilung dann am Ende, je nachdem, wie der Kader zusammengestellt ist. Aber das sind eben die Zimmer organisieren, das Hotel, alles drumherum für den ganzen Aufenthalt. Dann das Essen, die Besprechungsräume und was dazugehört. Und auch das Catering für nach dem Spiel. Die Mannschaft muss halt rundum versorgt sein und die Spieler brauchen sich um nichts zu kümmern. Sie sollen sich auf das Spiel konzentrieren und auf ihre Leistung. Und für den Bereich drumherum sind wir dann verantwortlich. Sie sind nach Hause gekommen, haben Sie gesagt, über diese wundervolle Beheimatung, nenne ich es jetzt mal. Wie schätzen Sie diese Position beim FCK? Ja, für mich persönlich ist es ein Traum, wieder beim FCK zu arbeiten, vor allem jetzt in der Bundesliga. Es ist natürlich auf einem Niveau, was ich mir erträumt habe, dort zu arbeiten, jetzt seit 2 Jahren wieder. Und ich habe es ja gesagt, ich bin wieder nach Hause gekommen, war lange im Verein, von der Jugend angefangen, dann eben auch 5 Jahre als Profi, habe viel erlebt, habe viele Freunde auch in Lautern gehabt oder habe sie immer noch. Und und dann ist es natürlich umso besser, wenn man auch mit diesen Leuten wieder zusammenarbeitet, weil man kennt sich, man hat Vertrauen und geht gemeinsam einen Weg und man weiß genau, wofür der FCK steht und was wichtig ist für den Verein. Sie sagen selber, Sie haben viel erlebt mit dem FCK, aber auch auf Ihren Auslandsstationen. Immer wenn es um den Namen Marco Haber geht als Spieler, liest man immer, das war ein so großes Talent damals in Deutschland. Warum ist da aus Ihrer Sicht nicht mehr draus geworden? Was ist da passiert? Waren die Trainer schuld? Nein, also liegt immer natürlich an mir. Ich habe eben die Erwartungen nicht erfüllen können
Vielleicht waren sie auch von Anfang an etwas hoch, direkt mit der Meisterschaft mit 19 Jahren und dem guten ersten Jahr von mir. Aber das stimmt schon, mit dem Talent und dem Potenzial wären wahrscheinlich oder sollten mehr Länderspiele rauskommen als zwei, die ich dann am Ende hatte. Und ja, es lag an mir. Ich war vielleicht dann doch nicht so trainingseifrig oder ja, habe es eben nicht so auf dem Platz umgesetzt, wie es eigentlich erwartet wurde. Und bin trotzdem, glaube ich, habe trotzdem, glaube ich, einiges erreicht und bin auch zufrieden mit meiner Karriere und will da auch gar nicht jetzt groß rumheulen oder nachtragen, sondern es ist einfach so gekommen und fertig. Ich glaube, ich habe einige Sachen gewonnen oder erreicht, die wofür andere länger brauchen oder vielleicht gar nicht gewinnen. Deshalb glaube ich, dass ich da auch einiges richtig gemacht habe. Ja. Auf jeden Fall. Also darum ging es nicht, ihn das streitig zu machen, aber einfach das Interesse, was da, woran es an Ihnen letztendlich vielleicht ja lag. Aber ich würde sagen, in der Pfarrermannschaft, Sie haben das Trikot ja mitgebracht, würden Sie ihn ja auf glatt direkt einkaufen, oder? Ja, also wir haben morgen Abend das nächste Spiel und wir können ja nachher mal gucken, ob es hier in der Nähe noch ein Bier gibt, ja, und dann die Verhandlungen mal beginnen. Also natürlich ist es toll, wenn jemand eine derartige Karriere hinlegt. Und auf der anderen Seite sehe ich auch, wenn man dann vielleicht die Chance gehabt hätte, ganz nach oben zu kommen und nochmal so den letzten Schritt vielleicht auch noch zu machen, ist das auf der einen Seite sicher auch ein komisches Gefühl, warum hat es nicht geklappt. Auf der anderen Seite aber auch bin ich froh, wenn Leute dann sagen, hopp, das war jetzt auch ein gutes Leben, das war jetzt eine tolle Karriere auch, denn im Kader der Nationalmannschaft zu stehen, das ist ja schon eine tolle Geschichte. Andererseits stelle ich mir vor, wenn man jeden Samstag auch wirklich in der Öffentlichkeit steht und knallhart an seiner Leistung gemessen wird, dann ist das schon auch ein hartes Brot. Und da möchte ich auch nicht unbedingt tauschen. Das stelle ich mir manchmal schon ziemlich heftig vor, vor allem, wenn es mal eben nicht so läuft. Dann sind die Medien ja nicht so gnädig da mit den Leuten. Also von daher Hut ab, dass das so möglich war. Ja, aber ist ja auch kein Wunschkonzert, Fußball-Bundesliga. Klar. Ich meine, das weiß man dann auch vorher. Es gibt gute Zeiten und schlechte Zeiten und damit muss man dann umgehen, vor allem als Profi. Und ja, der eine geht damit ein bisschen besser um als der andere, auch mit schlechten Phasen. Aber insgesamt, glaube ich, ist es ja einigermaßen gelaufen bei mir. Auf jeden Fall. Herr Baukage, Sie kennen ja das Innenleben des FCK auch ganz gut. Als ehemaliger Vorstandssprecher, jetzt schätzen Sie doch gerade mal den Marco Haber ein, was er da so macht. Also ich kann zunächst mal einschätzen, was er gespielt hat und wie er gespielt hat. Er hat eigentlich eine große Karriere, muss man sagen. Es ist nicht jeder, der 100 Länderspiele macht. Das muss man ja auch mal sehen. Und es ist auch eine Frage, wie lange kann man Form stabilisieren, über wie große Zeiträume. Denn das ist ja alles nicht so einfach. Und ich habe den Eindruck, das kann ich jetzt nur aus der Distanz beurteilen, dass er einen guten Job macht. Denn insgesamt wird beim FCK derzeit ein guter Job gemacht. Das war nicht immer so. Denn sonst wäre der Aufstieg nicht so schnell erfolgt, nachdem ein Jahr vorher noch fast der Abstieg in die dritte Liga gewesen wäre, unter Umständen fünfte. Das war also eine schwierige Kiste. Und jetzt muss man gucken, wie sich der Verein stabilisiert. Das ist ja nicht nur ein Problem der Führung, ist auch zum Schluss noch ein Problem der Finanzen. Sie brauchen, auch wenn Sie heute im Business-Fußball da vorne mitspielen wollen, brauchen Sie richtig Kohle. Und wenn man die nur weniger hat, dann muss man gucken, wie man mit viel Geschick aus dem weniger viel macht. Und hier wird aus dem weniger eine ganze Menge gemacht in Lautern. Auf jeden Fall. Viel Zündstoff bietet im Moment in der Bundesliga das neue Statistikthema. Das haben Sie bestimmt ja auch alle mitbekommen. Jetzt kann nicht nur der Trainer, sondern auch der Spieler und auch der Zeitungsleser oder wer auch immer sich darüber informieren will, sehen, wie die Laufwege der Spieler waren, wie schnell sie gelaufen sind, wie viele Kilometer sie zurückgelegt haben in einem Spiel. Und das findet aber nicht jeder irgendwie ganz witzig, vor allem nicht die Trainer oder die Vereine selbst. Marco, wie sehen Sie das? Ja, es ist richtig, dass es ein bisschen brisant ist das Thema gerade, weil es natürlich auf der einen Seite für die Trainer ein gutes Material ist, gute Statistiken, um mit den Spielern zu arbeiten und auch eine Rückmeldung zu haben, wie gearbeitet wurde. Vor allem an den Laufleistungen sieht man das, wie fit eine Mannschaft ist. Aber
für die Einzelspieler oder Einzelstatistik diese auch an Medien weiterzugeben oder für alle zugänglich zu machen, halte ich für ein bisschen brisant, weil eben dadurch auch viel Druck aufgebaut werden kann auf die einzelnen Spieler. Und wenn man sich mal vorstellt, es geht vielleicht am Ende der Saison um Abstieg und es wird irgendwie veröffentlicht, dass ein Spieler nicht so viel gelaufen ist oder so viele Fehlpässe gespielt hat, dann kann der auch schnell mal in Pranger gestellt werden oder zu Unrecht verurteilt werden. Und das ist, glaube ich, nicht der Wunsch jedes Vereins. Herr Baukage, sehen Sie das genauso? Ist das so brisant, das Material? Ich glaube, für den Trainerstab ist es gut, wenn man das auswerten kann. Die Frage ist natürlich, muss man das öffentlich machen, weil die Medien interpretieren das dann unterschiedlich. Ich sage mal ein Beispiel, da gibt es in Schalke einen Weltklasse-Spieler, der heißt Raoul. Und der wird sicherlich im Leben nicht so viel laufen wie ein anderer, der außer laufen und weniger, mehr laufen kann und weniger spielen kann. Und wenn man den richtig einsetzt, dann ist der immer für Tore gut. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist dann unter Umständen nicht so viel gelaufen wie ein anderer, der dafür kein Tor schießt. Also ich sage das etwas simpel und etwas einfach. Ich glaube, dass es wichtig ist für einen Trainer, um den Fitnesszustand zu wissen, um die Laufwege zu kennen, die die Spieler machen. Und da muss man manchmal sehen, wenn man diese Grafiken dort in den Zeitungen liest, da muss man schon Hochfrequenztechniker sein, wenn man das noch verstehen will. Ist ja nicht so leicht. Aber fürs Training wahrscheinlich wichtig, für die Analyse wichtig, aber in der Öffentlichkeit schwierig, weil das kann natürlich auch einen Spieler psychisch treffen und dann lässt die Leistung nach. Denn der Mensch besteht nicht nur aus den Muskeln, aus der körperlichen Leistung, sondern auch aus der Leistung, die die Psyche erbringen kann. Und das kann unter Umständen sehr schädlich sein, wenn das in den Medien und vor allen Dingen in unserer Medienlandschaft. Ich kenne da Zeitungen, die wissen da eine ganze Menge draus zu machen. Ja, die Bild-Zeitung ist da gut dabei schon, beim Auswerten des FCK auch. Da wird wohl immens viel gelaufen, ist auch gerade beim letzten Spiel. Nur Fortunis blieb unter 10 Kilometer Laufleistung, gut, jetzt ist er ausgewechselt worden. Aber woran liegt das, wenn so viel gelaufen wird und dann trotzdem nichts dabei rausspringt? Ich glaube auch, dass wir letztes Jahr, dass das eine unserer größten Tugenden waren, dass wir eben viel Aufwand betrieben haben. Und den auch betreiben mussten, um eben auch konkurrenzfähig zu sein, weil wir, wie wir schon gesagt haben, mit dem kleinsten Etat in der Bundesliga sind und schauen müssen, dass die Mannschaft zusammenpasst. Und der Trainer und der Stefan, die haben das hervorragend zusammengestellt und so wollen wir es dieses Jahr auch wieder machen. Und das heißt, wir müssen uns diese Liga wieder verdienen und dazu gehört auch ein hoher Aufwand. Und deswegen müssen wir auch viel laufen und viel arbeiten. Wir werden sehen, was diese Statistik noch weiter bringt. Das wird ja schon über eine abgespeckte Version nachgedacht. Mal sehen. Also auf jeden Fall ist es wirklich zum Ende der Saison wahrscheinlich dann doch eher brisantes Material. Glauben Sie an abgespeckte Versionen? Das wird weitergehen. Das ist bei elektronischen Medien so. Die verlangen nach mehr. Das bremst kein Mensch mehr. Man kann das höchstens bremsen, indem man sich vereinbart, nicht zu veröffentlichen. Auch das wird sehr schwierig werden. Eine Sache, das ist bei der Technik so, die nicht nur menschliche Vorteile mit sich bringt. Ja, auf jeden Fall ein anderes brisantes Thema. In der vergangenen Woche haben Sie sich ja auch mitbekommen. Kutbeck, großer FCK-Fan, hat seine Mainzer Dauerkarte zurückgegeben, weil er ausgepfiffen wurde bei dem Eröffnungsspiel. Naja, wenn man als großer FCK-Fan unterwegs ist und dann aber da die Eröffnungsrede hält, klar, ist das vielleicht nicht ganz so verträglich, aber Sie haben da ein bisschen mehr Einblick noch in die Politik gehabt. Muss man das so zusammenbringen, die Politik und Sport, oder was? Woran liegt das da? Ja, man muss zunächst einmal sehen, dass die Landesregierung und das Land eine ganze Menge für die beiden Stadien geleistet haben. Und zwar für das Stadion in Lautern wie für das Stadion in Mainz, auch für andere Stadien, ich könnte jetzt noch Pirmasens nennen und so weiter, das lassen wir mal außen vor. Zum Zweiten muss man wissen, wenn man sich im Sport bewegt, bewegt man sich bei Emotionen. Das ist eine ganze Menge Emotionen, die da freigesetzt werden, die sich unterschiedlich ausdrücken. Drittens muss man wissen, dass die Fankultur nicht immer etwas mit Kultur zu tun hat. Denn das sind schon Fans, das sind schon Hardcores, die beurteilen manche Dinge nicht objektiv. Wahr ist nur, dass Kutbeck das nicht verdient hat, ausgepfiffen zu werden. Aber da muss man bei Fußballfans mit rechnen,
das wird sich auch alles wieder in andere Bahnen begeben. Es gibt immer Aufgeregtheiten, die sich wieder normalisieren werden, da bin ich ganz sicher. Denn Mainz ist eigentlich ein sympathischer Club, wiewohl mir Kaiserslautern mehr am Herzen liegt. Ich bin kein Mainz-Fan, bin Lautern-Fan. Auch wegen der Tradition und vorhin vor der Tür gesagt, also Kaiserslautern war viermal deutscher Meister, Mainz wird niemals deutscher Meister, sage ich jetzt auch einmal hier. Obwohl der Verein eine Riesenleistung hinlegt und einen guten Fußball spielt, aber das ist auch heute schwieriger alles. Und die Führung von Mainz, auch diese Stadt Mainz zur Fußballstadt gemacht hat. Früher gingen die Mainzer ja sonntags im Rheingau spazieren und waren 1000 Leute am Bruchweg. Heute ist Mainz eine begeisternde Fußballstadt und wenn die Begeisterung dann einmal über das Ziel hinausschießt, gut. Passiert. Ja. Wobei Kurt Beck hat ja auch gesagt, er bleibt auf jeden Fall Mitglied bei Mainz 05. Daran soll es jetzt nicht scheitern, aber er kann natürlich verstehen, dass das so ein bisschen für Aufruhr gesorgt hat. Schauen wir uns noch das nächste Spiel an. Es wird ganz schön heiß am nächsten Samstag. Der FC Bayern München kommt. Marco Haber, wie sieht's aus? Wie sind die Erinnerungen an genau ein Jahr her? Das war auch der 27. August, damals 2:0 Sieg. Ja, also wenn das das gute Omen ist, genau auf den Tag nach einem Jahr wieder die Bayern zu Hause, also dann sind wir da sehr positiv gestimmt. Also es ist natürlich klar, dass Bayern als ganz, ganz hoher Favorit zu uns kommt nach Lautern. Jetzt mit dem Start, wir natürlich mit unseren Tugenden am Betze die Bayern niederkämpfen müssen und niederringen müssen. Deshalb warten wir es mal ab. Also Bayern wird Favorit sein und für die Überraschung sind wir dann zuständig. Herr Neuschwander, wie sehen Sie die Chancen vom FCK? Na gut, wir haben heute Abend viel über Statistiken geredet und statistisch hätte man schon in Bremen gewinnen müssen. Eigentlich war das gegen Augsburg auch statistisch völlig unberechenbar. Dass in Köln nicht gewonnen wurde, widersprach wieder der Statistik. Und eigentlich statistisch kannst du gegen die Bayern in dieser Form gar nichts holen. Also denke ich, das müsste ein Sieg werden. Sehr gut, Herr Baukage. Ich kann mich da nur anschließen. Ich erinnere mich noch sehr gut an 1998, als der FCK deutscher Meister wurde und auch München in Lautern 2:0 verloren hat. Also nicht nur voriges Jahr, sondern auch davor schon. Und auch davor schon verloren hat. Ich glaube, es kann in dieser Liga jeder jeden schlagen. Und das ist dann eine Frage des Herzens, ist eine Frage der Einsatzbereitschaft, eine Frage der Unterstützung durchs Publikum in diesen Kaiserslautern gut. Und da kann in dieser Bundesliga jeder jeden schlagen. Das hat man ja voriges Jahr auch in anderen Spielen erlebt. Ich hoffe mal, dass der FCK am Sonntag oder am Samstag das Ding nach Hause bringt. Also wir sind allen guten Mutes. Ich bedanke mich ganz herzlich für diese nette Runde. Das war gut gekickt hier auf Gutenberg TV zum ersten FC Kaiserslautern. Und ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie eingeschaltet haben. Die komplette Sendung können Sie gerne nochmal downloaden bei uns in der Mediathek auf gutenberg.tv. Und da würden wir uns freuen, wenn Sie Ihre Stadion-Fanfotos uns schicken würden, wenn Sie schöne Bilder gemacht haben von Ihnen und Ihren Lieben, auch unter gutenberg.tv uns einschicken. Dann werden wir sie hier veröffentlichen. Vielen Dank für Ihr Interesse, vielen Dank, dass Sie da waren und tschüss.